das sind die Corona-News der Woche, Kalenderwoche 31-32, ab 27.07. wieder zusammengestellt von Beate und Dieter. Die Rechtsanwältin Viviane Fischer, Initiatorin des Corona-Untersuchungsausschusses, hat bereits am 2.08. beim Polizeipräsidenten Berlin eine Presseanfrage und einen Antrag gemäß Informationsfreiheitsgesetz des Journalisten Jens Wernicke zur Demo-Tag der Freiheit eingereicht. Erfragt werden die Gesamtteilnehmerzahlen, wie sie der Polizei Berlin stündlich zwischen 11 und 23 Uhr vorlagen. Weiter wird gefragt, welche Gesamtteilnehmerzahlen von wem der Presse übermittelt wurden, wann von wem der Presse die Information übermittelt wurde, die Demonstration sei aufgelöst worden. Und es wird um Benennung der Einsatzleiter bei der Polizei gebeten, sodass diese... als Zeugen zur Anhörung im Rahmen eines Gerichtsverfahrens geladen werden können. Kann dieses Störgeräusch bitte mal unterbleiben? In diesem Zusammenhang präsentieren wir das Unwort der Woche, Covidioten. Die Zahl der psychischen Erkrankungen ist in der Coronavirus-Krise nach einer Erhebung der Krankenkasse KKH im ersten Halbjahr 2020 um gut 80% höher als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Eine Langzeitstudie von Psychologen der Universität Leipzig führt den wissenschaftlichen Nachweis, dass die Corona-Pandemie schon in ihrer frühen Phase das subjektive Wohlbefinden vieler Menschen negativ beeinflusst hat. Das kommt zur medizinischen und ökonomischen Krise, verursacht durch die Pandemie, noch hinzu. Schulen haben sich auch nach der frühen Öffnung in Sachsen nicht als Infektionsbeschleuniger erwiesen. Mediziner des Leipziger Universitätsklinikums haben sich deshalb eindeutig für Schulöffnungen nach den Sommerferien ausgesprochen. Wirklich erschreckend ist jedoch all das, was die Mediziner über die psychosozialen Folgen des Lockdowns und der eingeschränkten Schulöffnungen berichten. Alle Spuren von häuslicher Misshandlung, die oft in Kindergärten und Schulen entdeckt werden, blieben im Verborgenen. Monatelang sahen die Kinderärzte keine misshandelten Kinder oder Babys mit Schütteltrauma mehr. Wer sich klar macht, dass die häusliche Beengtheit und sozial prekäre Verhältnisse solche Misshandlungen begünstigen, ahnt das Ausmaß des zu befürchtenden Grauens. Es wird wohl erst in einigen Monaten deutlich offenbar werden. Auf der anderen Seite erreichen den Kinderschutzbund aktuell Berichte, dass Gesundheitsämter die Isolierung von unter Corona-Verdacht stehenden Kindern im eigenen Haushalt anordnen. Auch sehr junge Kinder sollen sich demnach getrennt vom Rest der Familie in ihrem eigenen Zimmer aufhalten. In mindestens einem Fall wird der Familie bei Zuwiderhandlung mit der Herausnahme des achtjährigen Kindes aus der Familie gedroht. Der Kinderschutzbundpräsident Heinz Hilgers ruft die kommunalen Verantwortungsträger auf, in allen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie dem Kindeswohl und den Kinderrechten Vorrang einzuräumen. Kinder in der für sie ohnehin sehr belastenden Quarantäne von ihren Eltern und Geschwistern zu isolieren, ist eine Form psychischer Gewalt. Diese Maßnahme ist unverhältnismäßig und nicht hinnehmbar. Journalist und Autor Paul Schreier stellt den Zusammenhang zwischen Covid-19 und 9/11 dar. Das Klima der Angst und Einschüchterung, die autoritäre Radikalisierung der Politik, das alles gab es schon einmal in den Monaten nach dem 11. September 2001.
Was damals terroristische Schläfer waren, sind heute die Viren, unberechenbare Feinde, vor denen die Regierung Schutz verspricht. Sowohl 9/11 wie auch Covid-19 sind Auslöser für eine große gesellschaftliche Umgestaltung gewesen, welche in beiden Fällen auf Angst basiert, einer Kriegslogik folgt und die Aufmerksamkeit der Masse dauerhaft in eine Richtung lenkt. Je mehr Menschen sich eine solche Lenkung gefallen lassen, desto gefährlicher wird die Situation, da solche Passivität die Verantwortungsträger unvermeidlich dazu ermuntert, immer noch einen Schritt weiterzugehen, sagt Paul Schreier. Die Regierung hat mithilfe eines von der Öffentlichkeit unbemerkten Änderungsantrags zum Gesetz der elektronischen Patientenakte die Einwilligungserfordernis zur individualisierten Datenauswertung durch die Krankenkassen wieder beseitigt, die erst im November im Digitale Versorgungsgesetz festgeschrieben worden war. Dazu wendete sie einen perfiden Trick an. Der Wortlaut des Änderungsantrags, den die Bundesregierung der obersten Bundesbehörde für Datenschutz zur Stellungnahme vorgelegt hatte, stimmte nicht überein mit dem Wortlaut des im Gesundheitsausschuss tatsächlich zur Abstimmung vorgelegten Änderungsantrags. Damit wurde die oberste Behörde für Datenschutz geschickt schachmatt gesetzt, um eine alte Forderung der Krankenkassen unauffällig durch einen undurchsichtigen Änderungsantrag durchzusetzen. Professor Streeck hält nichts vom Begriff der zweiten Welle. Er sagt, tatsächlich ist der Begriff zweite Welle kein epidemiologischer Begriff, sondern er entstand während der spanischen Grippe, die nach einem ersten Infektionsschub im Herbst mit voller Wucht wiederkehrte. Er finde den Begriff der Dauerwelle passender. Die Infektionen verschwinden ja nicht, sondern wir werden lernen müssen, das Virus in unseren Alltag zu integrieren. Wie bei anderen Coronaviren auch, werden wir immer im Sommer einen Rückgang der Infektionen sehen, im Frühjahr, Herbst und Winter eine Zunahme. Ich kann nicht erkennen, dass wir jetzt in einer zweiten Welle sind. Und zum Schluss, wie immer, die aktuellen Zahlen. Die Anzahl der Tests stieg auf 573.802. Positive Ergebnisse 5.551. Das entspricht einer Positivrate von 1,0%. Bei einer Fehlerquote des Tests von 0,3 bis 1,2%. Vielen Dank.